Norwegische Waldkatzen sind große, kräftige Tiere mit einem üppigen, dicken Fell. Wie der Name schon verrät, stammen sie aus Norwegen und sind heute ein beliebtes Haustier in Europa und den USA. Ausgewachsene Exemplare können bis zu 10 Kilogramm auf die Waage bringen. Das dicke Fell trägt dazu bei und lässt den Vierbeiner noch voluminöser aussehen. Optisch ist der Norweger der Maine Coon gar nicht unähnlich. Ihre Fellfärbung umfasst das volle Farbspektrum. Manche mit, manche ohne weiße Flecken. Ihr dickes Fell ist auf das Leben in eisiger Kälte ausgelegt. Zudem hat es wasserabweisende Eigenschaften. Auch die Gesichtszüge der Katze sind ein Hinweis auf ihre natürliche Umgebung. Die langen Haare auf und in den Ohren halten kalte Winde aus den empfindlichen Gehörgängen fern. Und mit ihren großen Pfoten bewegt sie sich souverän durch Schnee. Die Hinterbeine sind länger als die Vorderbeine, was die norwegische Waldkatze zu einem ausgezeichneten Baumkletterer macht. Die Persönlichkeit der norwegischen Waldkatze ist freundlich, ruhig und sanft. Sie ist ein intelligentes Tier und ihr wird häufig ein hundeähnlicher Charakter nachgesagt. Norweger sind anpassungsfähig, neugierig und relativ furchtlos. Außerdem sind sie sozial und geduldig, was sie zu einer guten Wahl für einen Haushalt mit Kindern macht. Obwohl gesellig, erwarten sie nicht allzu viel Aufmerksamkeit und sind auch mal gerne allein. Wenn Sie ein Aquarium zu Hause haben, sollte Ihnen hingegen bewusst sein, dass norwegische Waldkatzen es gewohnt sind, sich in Flüssen und Seen Futter zu beschaffen. Das Aquarium sollte also immer gut verschlossen sein, sonst könnte sich Ihr Fischbestand drastisch minimieren. Die norwegische Waldkatze ist neugierig und sucht nach Herausforderungen. Ein Kratzbaum sollte speziell für große Katzen gewählt und dabei auch nicht jeder Cent zweimal umgedreht werden, sonst kaufen sie weit mehr als nur einen Kratzbaum in diesem Katzenleben. Der Norweger hat einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Freigang oder zumindest ein großes Freigehege sind deshalb zu bevorzugen. Falls das keine Option ist, Sie aber dennoch unbedingt eine norwegische Waldkatze möchten, stellen Sie bitte sicher, dass es ausreichend Platz zum Toben und viele Kletter- und Spielmöglichkeiten gibt. Wenn Sie in einer kleinen Ein- oder Zweizimmerwohnung in der Stadt wohnen, sehen Sie bitte davon ab, sich einen Norweger in die vier Wände zu holen. Das mag Sie vielleicht jetzt kurz traurig machen, aber Sie würden dem Tier damit wirklich keinen Gefallen tun. Bürsten Sie das Fell zweimal pro Woche und achten Sie darauf, alle Verknotungen zu beseitigen. Das Fell entwickelt ein natürliches Öl, das für die wasserabweisenden Eigenschaften sorgt. Wenn Sie Ihren Vierbeiner baden, kann es deshalb häufig etwas länger dauern. Das verwendete Shampoo muss danach wirklich gründlich wieder ausgespült werden. Wichtig ist auch, dass Sie Ihre Norweger anschließend gut trocknen. Ob vor dem Kamin oder mit dem Föhn, denn bis das lange Fell von selbst trocknet, kann viel Zeit vergehen und selbst ein Norweger kann sich verkühlen. Zudem sollten die Ohren gelegentlich überprüft und sofern sie schmutzig sind, vorsichtig gereinigt werden. Wenn Ihnen diese Dinge nicht zu viel sind und Sie einen flauschig weichen, sanftmütigen Begleiter suchen, könnte die norwegische Waldkatze die richtige Wahl für Sie sein.